Die Frage, der wir uns jetzt stellen wollen, ist die, ob und wie sehr rechtsextreme Vorstellungen mittlerweile diskursfähig geworden sind, wie weit sie in den gesellschaftlichen und politischen Mainstream vorgedrungen sind. Indizien für eine solche Verschiebung des Sagbaren nach rechts außen gibt es ja genug, sei es, dass der Unionsvorsitzende Friedrich Merz seine Partei als die bessere Alternative anpreist und das Präsidiumsmitglied Jens Spahn dann auch kurzerhand demonstriert, was das bedeuten könnte, wenn er physische Gewalt gegen illegale Migranten fordert. Aber auch ein Bundeskanzler, der sich auf einem Spiegeltitel mit dem Satz "Wir müssen endlich im großen Stile abschieben" zitieren lässt, der zeigt, dass er die Signale von rechts außen gehört hat. Patrick Barnes hat darauf ja auch schon Bezug genommen. Wie konnte das passieren und was passiert da eigentlich? Ist das der vielbeschworene Rechtsruck? Und wenn ja, wer ruckt da eigentlich von welcher Seite? Radikalisiert sich gerade die gesellschaftliche Mitte oder ist der Rechtsextremismus schon längst in die Mitte vorgedrungen? Und was lässt sich dem entgegensetzen, politisch, gesellschaftlich, medial? Darüber möchte ich jetzt reden mit Hanna Pfeiffer, Politikwissenschaftlerin an der Goethe-Universität mit dem Schwerpunkt Radikalisierungs- und Gewaltforschung. Und mit Andreas Zick, Sozialpsychologe an der Universität Bielefeld und Mitautor der sogenannten Mitte-Studie. Hadija hat schon mal darauf Bezug genommen heute, die im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung rechtsextreme Einstellungen in der deutschen Gesellschaft untersucht. Die jüngste Ausgabe, die Mitte-Studie 2223, ist gerade erschienen. Und die zentralen Ergebnisse, Herr Zick, können Sie die uns kurz in einem Eingangsstatement zusammenfassen und vielleicht bewerten und das alles kurz? Herzlichen Dank. Ich mache jetzt schnell. Ich fasse jetzt über 400 Seiten in 2,30 zusammen. Das Gute ist, das Buch ist, glaube ich, noch frei im Download über die Seite der Stiftung. Und auch wenn es heißt, im Auftrag der Stiftung, heißt das nicht, dass wir vollkommen wissenschaftlich unabhängig dort gearbeitet haben. Das wird auch oft von bestimmten politischen Parteien manchmal anders dargestellt. Das gehört mit dazu, dass wir solche Studien machen und dann dauert es manchmal nur eine Minute. Da wird nicht gelesen, sondern die Studie wird direkt kommentiert. Auch das gehört zu einer Normalisierung, dass alles schnell kommentiert wird. Eine Bemerkung vorab vielleicht. Wir hatten ein bisschen, wenn ich das heute Morgen zusammenfasse, wir haben die Rechtsfrage, wir haben das Recht und wir haben gesehen, wie das Recht sich verändert. Und wenn das Recht genutzt wird und genutzt werden kann, dann haben wir, glaube ich, von Patrick Barnes gerade etwas gehört über Verfasstheit, Verfasstheit von Gesellschaft, das Recht, die Verfasstheit von Gesellschaft. Und jetzt rede ich vielleicht ein bisschen über das Volk, was auch immer dieses Volk ist. Wir haben diese Studie durchgeführt. Es ist eine repräsentative Umfrage. Ich rede nicht von den Deutschen. Die Studie ist durchgeführt worden im Januar und Februar diesen Jahres, relativ aktuell. Es sind über 2000 Befragte. Das ist eine Serie, die Mitte-Studien, die wir durchgeführt haben. Und jetzt mit dem Blick hier auf diese Veranstaltung. Hier geht es um die Frage von Normalisierung und Verschiebung. Die Studie will noch ein bisschen darüber hinaus etwas machen. Kann ich berichten zu 6 verschiedenen Mechanismen, die wir untersucht haben und die Verschiebungen von rechts in die Mitte und von der Mitte nach rechts, glaube ich, erklären. Erstens, wir analysieren, wird Gewalt zur Durchsetzung von politischen Interessen gebilligt oder nicht? Wenn Gewalt in der Mitte zur Durchsetzung von politischen Interessen gebilligt wird, dann ist das demokratiegefährdend. Erster Mechanismus, dringen Gewaltbilligung in die Mitte ein. Zweiter Mechanismus, werden rechtsextreme Weltbilder, rechtsextreme Einstellungen in der Mitte geteilt? Öffnet sich die Mitte für rechtsextreme Weltbilder? Ich kann gleich jetzt sagen, Mitte sind wir alle. Es ist keine Untersuchung mit Rechtsextremen oder mit Linksextremen, die organisiert sind, sondern wir fragen danach. Und besonderer Fokus ist immer bei Menschen, die sagen, meine Ansichten gehören zur politischen Mitte, links der Mitte, rechts der Mitte oder gehören zur Mitte. Im Übrigen, das schrumpft. Die Menschen, die in Deutschland sagen, meine Ansichten entsprechen der politischen Mitte, egal was sie wählen, dieser Anteil schrumpft. Die Mitte schrumpft weg, aber öffnet die sich. Dritter Mechanismus, gibt es neurechte Weltbilder, denen sich die Mitte öffnet. Vierter Mechanismus, gibt es Demokratie-Distanzierung im Vorfeld von solchen rechtsextremen Einstellungen, etwa Rechtspopulismus haben wir gehört, oder auch
Rassismus, Antisemitismus, Klassismus, Heterosexismus. Das untersuchen wir. Der Rassismus ist das Scharnier in den Nationalismus, das Scharnier in den Extremismus. Und wir müssen auch über Extremismus reden. Und dann fünftens werden Normen abgesenkt, öffnen sich Türen in der Mitte, Normen und Werte, die es ermöglichen, weiter sich zu öffnen. Und gibt es etwas wie Vorbedingungen für die Entwicklung rechtsextremer Orientierung, wie autoritäre Vorstellungen, Gefühle von Regellosigkeit, Dominanzorientierung, Machtorientierung. So, jetzt erste Frage Gewalt. 13% in der Studie billigen Gewalt zur Durchsetzung politischer Interessen. Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Einige Politiker haben es verdient, wenn die Wut gegen sie schon mal in Gewalt umschlägt. Das ist eine einzelne Aussage, wir messen das immer mit Skalen. 13%. Menschen, die sich politisch rechts einordnen, stimmen zu 35% zu. Erster Mechanismus, Billigung politischer Gewalt. Zweiter, die Billigung politischer Gewalt ist unmittelbar ein Element rechtsextremer Orientierung. Wir messen rechtsextreme Orientierung in der Studie seit vielen Jahren. Das haben nicht wir entwickelt, das hat vor uns eine andere Forschungsgruppe entwickelt. Wir führen das weiter. Wir untersuchen auch immer, ob dies die Rechtsextremismus-Skala, wie wir es messen, verändert. Die ist ungeheuerlich stabil in Deutschland. Also auch die Ergebnisse erzählen eine Geschichte der Mentalitäten, das ist sehr stabil. Wenn Sie 18 Aussagen, rechtsextremen Aussagen zustimmen, eindeutig zustimmen, identifizieren wir die Befragten als Menschen, die ein rechtsextremes Weltbild haben. Jede 12. Person in dieser repräsentativ gezogenen Stichprobe teilt ein rechtsextremes Weltbild. Wir haben derzeit 8,3% in der Studie, die allen 18 Aussagen eindeutig zustimmen. Das war vor 2 Jahren, waren es 1,7%, davor waren es 2,5%. Wir haben einen deutlichen Anstieg in diesen Einstellungen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzig starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Dieser Aussage stimmen 24% eindeutig zu und weitere 19% geben an, teils, teils. Wir haben hier auch eine Beobachtung in der Studie, dieser Graubereich, den wir nicht identifizieren können als die eindeutigen Ablehner, Ablehnerinnen rechtsextremer Einstellungen oder Zustimmende, dieser Graubereich steigt deutlich an. Und für Herrn Barnes haben wir dann eben auch Ergebnisse auf Seite 74 in dem Buch. Wir fragen natürlich nach vielen, nach Ost und West und Alter. Wir untersuchen dann, in welchen Gruppen solche Einstellungen weiter verbreitet sind. Wir fragen auch nach Parteisympathien unter jenen, die sagen, sie würden am nächsten Sonntag die AfD wählen. Diese Menschen in dieser Stichprobe, die bei der Sonntagsfrage das antworten, haben 24% ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild. Und dann kommt danach die Sympathisanten für die FDP mit 16%. Also das ist tatsächlich eine Beobachtung, Herr Barnes, die wir da empirisch analysieren müssen. Und ich habe auch der Partei deutlich gesagt, dass ich damit beschäftigen könnte. Jetzt rede ich gerade über Rechtsextremismus. Dritter Mechanismus, es gibt ja davor auch andere Orientierungen, die mit dem Rechtsextremismus einhergehen, die weicher sind, die sanfter sind. Also es gibt eine aktive Annahme neurechter Orientierung. Wir haben in der Corona-Pandemie auch neue Gruppen gesehen, über die Pandemie, die Proteste gegen die Regulierung und so weiter. Es firmiert ja unter Querdenkerinnen, Querdenker, das war aber auch viel mehr, haben sich auch hier im Land ganz andere neurechte Orientierungen gebildet. Wir haben erstmals vor 3 Jahren dann in die Daten reingeguckt und da bildeten sich Orientierungsüberzeugungsmuster. Das können wir empirisch sehr gut analysieren. Wir gucken danach, welchen Aussagen stimmen die Befragten zu und hängen die so miteinander zusammen, dass sie ein eigenes Orientierungsmuster bilden. Was wir gesehen haben, ist, es hat sich so etwas gebildet wie eine völkisch-autoritär-rebellische Einstellung, geprägt von einer rassistischen Verschwörung, geprägt von der Meinung, die Meinung wird unterdrückt, wir dürfen ja nicht mehr sagen, ja? In Deutschland darf man nichts Schlechtes über Ausländer sagen, ohne als Rassist beschimpft zu werden. Drittes Element,
Diktatur, eigentlich leben wir nicht in einer Demokratie, sondern in einer Diktatur, viertes Element Elitenhass. Und rebellisch deswegen, weil das haben wir gesehen, die neue Rechte verleiht den Menschen das Gefühl, sie sind wütend, sie sind zornig und das, was sie ausdrücken, ist Widerstand. Ja? Das ist eine Widerstandshandlung. Das ist nicht antidemokratisch, das ist eine Widerstandshandlung. Und wir haben gesehen, diese völkisch-autoritär-rebellischen Einstellungen steigen in der Mitte im eindeutigen Zustimmungsbereich auf 28,6%. Jetzt komme ich zum vierten Schritt, Demokratiedistanzierung, die nicht im Bereich des Extremismus liegen, nicht im Bereich dessen, was radikal ist, rechtspopulistische Orientierung und Verschwörungsglauben. Verschwörungsmythen sind Transporteur all des Nationalismus, des Antisemitismus, des Rassismus, auch der antidemokratischen Einstellung. Verschwörungsglauben, Politiker und andere Führungspersönlichkeiten sind nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte. Eindeutiger Zustimmungsbereich 38%. Populismus, die regierenden Parteien betrügen das Volk. Eindeutiger Zustimmungsbereich in der Mitte 32,6%. Und das zweite Scharnier ist immer in all diesen Untersuchungen, und darüber müssen wir dann eben heute auch reden, Rassismus, Antisemitismus, Klassismus, auch Heterosexismus, rassistische Einstellungen. Dazu gehört eine rassistische Einstellung zur Minderwertigkeit von bestimmten Gruppen, Sinti, Roma, Antiziganismus, Muslimfeindlichkeit und so weiter, 31%. Heterosexismus ist doch albern, wenn ein Mann eine Frau sein will oder umgekehrt, 12%. Klassismus, Abwertung von wohnungslosen Menschen, von obdachlosen Menschen, 18%. Und Antisemitismus bei 10%. Gucken wir die israelbezogenen Elemente an, dann liegt das weit höher. Die meisten Flüchtlinge kommen nur hierher, um das Sozialsystem auszunutzen. Das ist nur ein einzelnes Item. Das hängt zusammen mit mehreren Aussagen. Wir messen das nicht an einer einzelnen Aussage. Weil dann ist immer jemand, der sagt, aber stimmt doch, ich kenne doch irgendjemand. Ich bin gleich fertig. 34%, viele Juden versuchen aus der Vergangenheit des Dritten Reiches heute ihre Vorteile zu ziehen, 16%. Und bettelnde Obdachlose aus den Fußgängerzonen entfernen, liegt dann bei 20%. Und dann sehen wir eben auch, und jetzt binde ich dann ab, im Vorfeld gibt es Faktoren, die öffnen in der Mitte. Wir haben immer noch eine sehr starke Mehrheit, die Demokratie befürwortet. In einer Demokratie sollte die Würde und Gleichheit an erster Stelle stehen. Da haben sie immer noch über 80%. Aber auch diese Zustimmung sind alle abgesunken. Und gleichzeitig sinkt auch in der Studie ein Vertrauen in Institutionen, die es regulieren können. Also staatliche Institutionen, Parlamente, Gerichte, auch die Wissenschaft. Das sehen wir, da wird das Vertrauen als ein Kapital abgezogen. Und hierbei belasse ich erstmal meine erste Beschreibung und vielleicht habe ich ja die Gelegenheit, noch mehr Ergebnisse dann im Austausch zu präsentieren. Vielen Dank, weil ich hatte Frau Feig. Ich hatte Frau Pfeiffer auch gebeten, ihr Eingangsstatement möglichst kurz und prägnant zu halten. Ich wollte es eine gewisse Ungerechtigkeit vermeiden. Nichtsdestotrotz, das Erstaunliche ist ja, diese Zustimmungsraten zu diesen Aussagen, die machen Sie in der sogenannten Mitte aus. Also unterm Strich steht, radikales Denken macht sich in der gesellschaftlichen Mitte breiter. Ja, weil wir haben ja ein Bild und wir müssen vielleicht auch über das Bild der Mitte reden, denn offensichtlich schrumpft das hier auch weg. Wir messen das in der Studie nach ökonomischer Mitte, nach politischer Mitte. Aber in dem Föderalismus ist diese Idee historisch, also wenn wir uns das historisch angucken und auch in der Demokratie, ist es ja gut, dass die Parteien sich gerne vor solche Roll-ups stellen, die Mitte. Weil dieser Modus im Föderalismus, im Interessensausgleich, ich bin Konfliktforscher. Demokratie lebt vom Konflikt, vom ständigen Aushandeln von Konflikten, aber unter der Norm der konstruktiven Aushandlung. Es muss konstruktiv aushandelbar sein. Wird es rassistisch ausgehandelt, wird es destruktiv, weil es mit Minderwertigkeiten, Abwertung einhergeht und so weiter. Das Rechtsextreme, wie wir es messen, handelt den Konflikt nicht aus. Und deswegen ist aber auch dieser Modus, dass wir so etwas haben wie eine Mitte,
darüber können wir ja streiten, ob es eine andere Form gibt einer demokratischen Konfliktaushandlung. Deswegen haben wir ein sehr breites Verständnis von Mitte. Wir setzen es nicht ökonomisch fest, sondern wir machen es vor allen Dingen an der Selbsteinordnung fest. Und das hat in der Vergangenheit immer sehr gut funktioniert, weil wir immer satte Mehrheiten hatten, die gesagt haben, meine Ansichten sind in der Mitte, auch wenn sie rechts, links sind, auch wenn ich irgendeine Partei wähle, und das variiert dann relativ groß. Und das schrumpft aber auch jetzt weg, und das liegt natürlich daran, dass wir neben einer Mitte neue Gruppierungen haben, die das für sich ablehnen und die sagen, das reicht doch irgendwie Nationalstaat zu sein, das reicht doch irgendwie Deutsch zu sein, und dafür brauchen wir diesen alten, demokratisch gewachsenen Begriff im Föderalismus nicht mehr. Hanna Pfeiffer, auch Sie haben ein Eingangsstatement mitgebracht. Wie würden Sie diese Diskursverschiebung, dieses Ausbreiten solcher radikaler Diskursformen in der gesellschaftlichen Mitte beschreiben und bewerten? Ja, ganz herzlichen Dank auch für das tolle Eingangsstatement, an das ich gut anknüpfen kann, weil ich eigentlich als empirische Außenseiterin hier zu Ihnen spreche. Mein eigentliches Fachgebiet sind islamistische und eben nicht rechte Diskurse. Aber ich forsche Radikalisierung und ich erforsche Diskurse. Und ich möchte vielleicht damit anfangen, dass Diskurse unheimlich mächtig sind. Sprache ist unheimlich mächtig. Wir haben es gerade schon gehört, wir haben es vorhin schon gehört. Und da fand ich gut, was Herr Steinbeiß uns gezeigt hat, nämlich dass die Rechten davon diesen Dingen auch immer ein sehr strategisches Bewusstsein haben. Die Rechten wissen, wie wichtig Sprache ist. Es ist uns kein Zufall, dass sie Sprache fetischisieren, sondern Strategie. Diskurse sind eigentlich träge Strukturen, und wenn man die umorganisieren will, wie wir das jetzt sehen, dann muss man ganz schön viel Arbeit investieren, und ich glaube, diese Arbeit wurde investiert. Und ich würde jetzt vielleicht aufbauend auf dem, was Sie schon gehört haben, an empirischen, datengetriebenen Erkenntnissen zwei wesentliche Veränderungen nochmal aufzeichnen wollen des Diskurses, nämlich einmal eine Ausweitung und zum Zweiten eine Verschiebung, und die sind auch miteinander verbunden. Die Grenzen des Sagbaren, so könnte man Diskurs als Konzept verstehen, haben sich erstens nach rechts verschoben. Allerdings bewegt sich der Diskurs jetzt nicht auf unbekanntem Terrain, das haben wir ja auch vorhin schon gehört. Vielmehr, so würde ich sagen, wurde über die letzten Jahrzehnte eigentlich vieles an Rassismen, an Sexismen, Antisemitismen dem Diskurs erfolgreich entzogen. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wurde von links durchaus mit Erfolg bekämpft. Was wir sehen, ist deshalb eine Rückentwicklung. Es handelt sich um eine Wiederausweitung des Diskurses nach rechts. Schlimm ist, dass es schlechter geworden ist die letzten Jahre, aber wir wollen ja hier auch über den aufhaltbaren Aufstieg der Rechten sprechen. Deswegen möchte ich die gute Nachricht schon betonen, dass es davor Erfolge zu verzeichnen gab. Und jetzt würde ich das mal konkret machen. 2004 titelte der Berliner Kurier: Berliner Rektor schlägt Alarm, Kopftuchmädchen gehen auf blonde Schülerinnen los. Dass wir wenige Jahre später, im Jahr 2009, das auch schon zitierte Buch von Thilo Sarrazin hatten, in dem es auch um Kopftuchmädchen ging, dass das aber als eine abfällige Äußerung über Einwanderer eingeordnet wurde, ist ein Fortschritt. Und dass dann 2018 Alice Weidels Ausfall im Bundestag zu Kopftuchmädchen und Messermännern, Sie erinnern sich, den Siemens-Chef Joe Keser dazu verleitete, vor einer Salonfähigkeit von Rassismus und Nationalismus in Deutschland zu warnen, auch das war ein Fortschritt. Die Karriere dieses Ausdrucks Kopftuchmädchen verlief innerhalb von 1,5 Jahrzehnten von normalisierter Beschreibung über geschmacklose Abwertung bis zu rassistischer Übergriffigkeit. Und übrigens ging die Karriere dann auch noch weiter. Die Gründerin Dalal Mahler eignete sich den Begriff für ein Berliner Medien-Startup für muslimische Frauenstimmen im deutschsprachigen Raum an. Ziemlich cool, finde ich. Was ist dann das Problem? Heute ist noch viel mehr sagbar als das. Heute treten Faschisten an, um zu behaupten, die Nazis wären gar nicht so schlimm gewesen, und ziehen damit in den Europawahlkampf. Heute sitzen Rechte in Regierungen und behaupten, der Antisemitismus sei ein Importproblem. Wie wurde das möglich?
Alice Weidels eben zitierter Sprechakt im Bundestag ist zu verstehen als populistischer Versuch, und auch davon haben wir heute schon einiges gehört. Und Herr Zick hat es gerade auch noch mal zitiert, endlich mal das zu sagen, was man ja wohl noch wird sagen dürfen, und damit zu repräsentieren. Aber auch derartige Redeweisen zu renormalisieren, so meine zweite These. Die zweite Bewegung, die wir neben der Ausweitung des Diskurses sehen, und das hat Herr Zick jetzt gerade dargestellt, ist ein Verrücken des Gesamtdiskurses nach rechts. Was vormals Sprechpositionen der Mitte waren, gilt nun schon als links der Mitte, weil die Mitte nach rechts gerutscht ist. Mein toller Frankfurter Kollege am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung, Dr. Daniel Mullis, spricht von der Regression der Mitte. Sein Buch, das unter diesem Titel im nächsten Jahr erscheinen wird, kann ich jetzt schon allen wärmstens ans Herz legen. Die Regression der Mitte bezeichnet für ihn die Verschiebung eines Parteienspektrums, das grundsätzlich erhalten bleibt, nach rechts am deutlichsten, und auch das haben wir heute schon mehrfach gehört, zeigt dies für ihn die Radikalisierung der Konservativen. Vielleicht ist also gar nicht mehr unbedingt von Rechtsextremismus nur zu sprechen, sondern eben von einer rechten Mitte. Und das klingt ja eben erstmal paradox, aber die Mitte-Studie weist ja schon länger darauf hin, dass es diese Bewegung gibt. Wir müssen eben nicht nur sehen, wo eine Aussage im Verhältnis zum Gesamtdiskurs steht, sondern auch, wo eigentlich gerade der Diskurs insgesamt steht. Heute kann offen getitelt werden in einer Kolumne eines deutschsprachigen Nachrichtenmagazins: Die Juden oder die Agro-Araber, wir müssen uns entscheiden, wen wir halten wollen. Beachten Sie bitte, wie unmittelbar dieser Ausdruck des Agro-Arabers an Weidels Messermänner anschließt. Das ist kein Zufall. Das ist die Normalisierung von rechten Sprechweisen. Das ist der Rassismus der Mitte. Das, was vor ein paar Jahren noch Provokation einer Rechten war, ist zurückgekehrt in die Alltagsrede. Die Ausweitung des Diskurses in dem Sinne ist Effekt einer Normalisierung des rechten Diskurses, der von Rechten ja nur dadurch beantwortet werden kann, dass sie noch weiter nach rechts rücken und das noch übertreffen. Wir begeben uns also in eine Art Überbietungslogik, die ihren Lauf nimmt, wo immer neue Tabus gebrochen werden müssen, um weiter als Rechte Erfolg zu haben. Ich denke, dass ich es da mal bei belassen würde. Vielleicht können wir gleich noch über qualitative Veränderungen der Funktionsweise des Diskurses sprechen. Aber dazu dann gleich mehr. Vielen Dank. Eine direkte Nachfrage habe ich. Warum gelingt diese Renormalisierung oder Normalisierung heute im Vergleich zu den positiven Phasen, die Sie aufgeführt haben? Hat sich sowas wie die sprachliche Sensibilität, hat sich die einfach abgenutzt? Sind wir träge geworden? Warum greift das nicht mehr? Also ich glaube, ein ganz banaler Mechanismus ist die stumpfe Wiederholung. Die stumpfe Wiederholung, immer wieder die Dinge zu sagen, die gestern noch skandalös waren, heute schon gar nicht mehr so skandalös erscheinen und morgen schon übertroffen werden von dem nächsten Tabubruch. Der zweite wichtige Mechanismus ist das Zitieren und das Aufgreifen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir noch besprechen müssen. Ich sehe wirklich eine wichtige Rolle für die Konservativen, die dieser Verführung nicht erliegen sollten. Wir haben das vorhin schon gehört, eine Agenda-Aneignung, auch schon die Aneignung einer Problembeschreibung, sollte man sehr gut prüfen, bevor man sie vollzieht. Und ich glaube, dieses stete Wiederholen und dadurch Entskandalisieren und das Zitieren von erstmal unverdächtigen Akteuren sind hier zwei ganz wesentliche Mechanismen. Herr Zick, es gab, Sie haben es auch schon angeführt, es gab unmittelbar Kritik an der Mittelstudie. Ich habe in der Welt einige Artikel gelesen. Hubertus Knabe, der ehemalige Leiter von Hohenschönhausen, hat einen langen Artikel geschrieben unter so der Überschrift: Ah, jetzt gelten normale Einstellungen schon radikal, und hat Äußerungen aus ihrer Mittelstudie zitiert, sowas, was Sie auch schon zitiert haben: Die Ausländer kommen nur hierher, um den Sozialstaat auszunutzen, oder im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform, und sagt: Naja, ist das denn schon radikal? Wo sich bei mir sofort die Frage aufgedrängt hat: Hat die Mitte, haben große Teile der Gesellschaft den moralischen Kompass eigentlich verloren? Also ist eigentlich die Unterscheidung zwischen normal und radikal mittlerweile gar nicht mehr so trennscharf zu treffen von der Gesellschaft? Und ist das auch Teil des Problems? Jetzt sage ich ganz kurz ja. Wir merken das doch alle selber, wie wir schneller uns zumindest emotional
radikalisieren lassen, wie wir wütend, wie wir zornig sind. Also ich wundere mich, wie wenig empört die Mitte ist über vieles. Wir haben objektive Zahlen in polizeilichen Kriminalstatistiken, Gewalt gegen Rettungsdienste, Bedienstete der Feuerwehren und so weiter. Auch das erforschen wir seit vielen Jahren. Ja, wir nehmen vorurteilsbasierte oder rassistisch motivierte Hasskriminalität. In Deutschland hat sie ein Ausmaß, wie sie es kaum in einem anderen Land hat. Aber wir haben nicht so gute offizielle Zahlen für andere Länder. Deswegen wird das schnell wegerklärt. Von daher, wir merken, dass sich diese Wut und Radikalisierung in der Kommunikation über Politik schon auch einschleicht. Weil, und das ist, glaube ich, auch ein Normalisierungseffekt und auch ein Gewinn der Rechten. Die Rechte und auch Parteien wie die Alternative für Deutschland hat Emotionen zur politischen Agenda werden lassen. Deswegen gehen Menschen auf die Straße, weil sie sagen, meine Wut, mein Zorn auf die Ausländer, auf die Ganzen, auf diese Sozialschmarotzer und so weiter, das ist ein politisches Argument. Und damit müssen wir uns beschäftigen, mit dieser Kulturalisierung und Politisierung von bestimmten Emotionen. Norbert Elias, der auch länger in Bielefeld war, weil es da schön ruhig ist, hat mal gesagt, der Zivilisationsprozess ist die Kontrolle von Emotionen. Und der Nationalismus und der Faschismus haben die Emotion immer auch gebraucht und sie zum politischen Argument veredelt. Die Ohnmacht verstärkt und die Emotion veredelt. Und insofern, jetzt kommt die zweite Frage. Ich habe das sofort gelesen und das Erste ist, Lesen hilft schon. Also wenn man in die Studie, ja, also manchmal, ich finde das vollkommen okay, dass man die Studie kritisiert. Ich sitze ja selbst im Forschungsteam. Und wir kritisieren uns gegenseitig und wir reflektieren. Es ist nur eine Studie, es gibt viele andere Studien zum Glück. Auch in der ARD wurde dann nochmal eine Sekundärauswertung gemacht. Die haben nämlich einige unserer Aussagen auch erhoben. Kann das denn sein? Und da merkt man, auch das ist die Normalisierung. Die Daten können nicht stimmen, die Fakten können nicht stimmen. Sie können 400 Seiten schreiben, Sie können jahrelang methodische Ausbildung machen. Sie merken, ich bin empört. Sie können alles reinschreiben, welche statistischen Verfahren Sie angewendet haben, was der Normalbürgerin, Normalbürger nicht versteht. Weil da stehen Fußnoten, Varianzanalysen, T-Test, Chi-Quadrat. Also Sie gehen verloren. Es hilft aber gar nicht, dass sofort natürlich dieses skandalisiert wird. Eine Aussage ist, wie ich es gerade beschrieben habe, kein Indikator dafür. Es sei denn, diese Aussage ist auch als einzelne Aussage klar rassistisch. Oder jemand sagt, wir brauchen heute wieder einen Führer, der alle regiert. Wir brauchen heute eine Diktatur. Manchmal sind einzelne Sätze auch schon hinreichend. Aber wir messen das eben mit mehreren Aussagen. Wir messen die Wahrscheinlichkeit, mit der diese Aussage mit anderen zusammenhängt. Das heißt, jemand, der sagt, generalisiert, pauschalisierend abwertet, ich bin auch Vorurteilsforscher, eine generalisierte, pauschale Abwertung, eine Zuschreibung von Merkmalen, die Minderwertigkeit indizieren über eine Gruppe oder eine Person, nur weil sie einer Gruppe angehört, ist ein Vorurteil und bleibt ein Vorurteil. Ja? Weil die unterstellte Minderwertigkeit, die da in der Aussage drinsteht, Sozialschmarotzer oder Sozialstaat ausnutzen, entspricht nicht den Fakten, die wir aus der Migrationsforschung kennen. Das ist nicht der alleinige Migrationsgrund und. Aber wir sehen eben, wer dieser Aussage zustimmt, stimmt eben auch antisemitischen Aussagen über wahrscheinlich zu, stimmt eben auch nationalchauvinistischen Aussagen über zufällig zu. Das heißt, sie testen es natürlich statistisch ein. Und dann kann es Ihnen in den Jahren auch mal passieren, dass dann Aussagen nicht mehr in diese Messung hineingehören. Als wir gestartet sind vor 25 Jahren, da haben wir noch mit Konzepten gearbeitet, auch das ist ja schön historisch, wie Heterophobie. Das war dann gleichzeitig in Deutschland die Abwertung von Obdachlosen, von Menschen mit anderer als einer heterosexuellen Orientierung, Sozialhilfeempfänger. So würden wir heute überhaupt nicht mehr arbeiten. Das hat sich als statistisch auch unsinnig erwiesen. Und insofern muss sich so eine Kritik auch tiefer damit beschäftigen und nachlesen und mir mal erklären,
wie sich bestimmte, warum bestimmte Korrelationen, Zusammenhänge dann statistisch signifikant sind und sich nicht durch eine politische Meinung einfach wegerklären lassen. Und da müssen wir hinkommen und da müssen wir eben ein bisschen länger uns damit beschäftigen und das auch mal lesen. Lesen lohnt also. Ich würde gern die ersten beiden Punkte, die Sie angeführt haben, aufnehmen. Diese Beschreibung der Kommunikation, die immer weiter um sich greift, die eher auf Emotionalisierung, eher auf Empörung, eher auf Affekt ausgerichtet ist, als eben problemlösend oder weltbeschreibend überhaupt zu sein. Und das kann man ja durchaus damit in Verbindung bringen, dass es so eine gewisse einen gewissen Affekt gegen Wissenschaftlichkeit gibt, also gegen wissenschaftlich kompliziert zusammengestellte Zusammenhänge, die spielen in der öffentlichen Diskussion eigentlich eine immer geringere Meinung und im Gegenteil, sie werden sogar als abwertend bezeichnet, die da oben, die Wissenschaftler, versuchen uns irgendein Weltbild vorzuschreiben. Frau Pfeiffer, sehen Sie das in der Kommunikation heutzutage und als auch ein Teil des Problems, warum diese Kommunikation den Rechtsextremen eigentlich, dem Polarisieren immer mehr in die Hände spielt? Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der schon so auf das hindeutet, was ich vorhin erwähnte, nämlich, dass sich auch qualitativ was verändert hat. Man könnte fast sagen, es ist den Rechten leider gelungen, in weiten Teilen so eine Rekodierung des Diskurses vorzunehmen. Und zwar so, dass Sprechakte jetzt eigentlich weniger als Antworten auf tatsächlich existierende Sachprobleme gesehen werden, sondern vielmehr als eine Art Bekenntnis darüber, welche Identität man hat. Die haben das irgendwie geschafft, dass Problemarbeit mehr oder minder zur ideologischen Geste verkommen ist, wo man dann ja sagen muss, das ist deswegen ein Erfolg. Wenn ein Diskurs identitätspolitisch gelesen wird, dann ist es auch schon gleich klar, problemunabhängig, wer das Problem verursacht hat, nämlich die Fremden, die Ausländer, die Juden, die Muslime, die anderen. Das heißt, das Problem ist nicht ein Problem, was bearbeitet werden kann, sondern das Problem ist eins, was eingeschleppt wurde, was von einer Gruppe kommt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Mechanismus. Und der hat mit dieser, wie das passiert ist, ist, glaube ich, einerseits durch diese Emotionalisierung, durch die höhere Bewertung von Emotionen als von Fakten. Ne? Das haben wir jetzt gerade gehört. Das wird auch oft, was wir auch oft gehört haben, ist so, man muss jetzt ja mal dafür Verständnis entwickeln, wie sich die Bürgerinnen fühlen mit ihren Ängsten. Was man nicht dazu sagt, und ich weiß nicht, in der Psychologie wäre es, glaube ich, schon etabliert, dass man erstmal sagen würde, jedes Gefühl muss man erstmal als Gefühl wahrnehmen. Absolut, ja. Aber dann muss doch bitte eine Überprüfung erfolgen, ob dieses Gefühl aus tatsächlichen Realitäten begründet ist oder ob die Realitäten dagegen stehen. Und dass das nicht mehr gemacht wird, sondern es bereits ausreicht zu sagen, es gibt hier aber Ängste. Und die sind für sich genommen legitim, egal ob die sozusagen in Fakten begründet sind oder nicht. Das ist, denke ich, ein Riesenproblem. Und ich möchte an der Stelle daran erinnern, die Zahnarztdebatte war da, glaube ich, ein guter Ausdruck davon. Die Migranten, die beim Zahnarzt sitzen. Und da konnten sich die Fachverbände auf die Hinterfüße stellen und so oft wie sie wollten sagen, das entspricht nicht den Fakten. Dadurch entstehen keine Warteschlangen. Die gefühlte Wahrheit ist es trotzdem geblieben. Und ich glaube, das Zweite ist eben der zweite Mechanismus, der sehr wichtig ist für diese qualitative Veränderung, ist in der Tat so eine, vielleicht so eine Doppelbewegung. Einerseits die Politisierung des Epistemischen. Es ist eine politische Frage, ob etwas stimmt oder nicht. Keine Frage mehr von Fakten, deren Erforschung, deren Erhebung mit methodischem Vorgehen. Und umgekehrt eine Skandalisierung einer Epistemisierung von Politik, nämlich die da oben machen jetzt gemeinsame Sache, das System, die Politiker mit den Wissenschaftlerinnen stecken jetzt unter einer Decke und das wird dann sozusagen skandalisiert als volksfern und undemokratisch. Ne? Das haben wir vorhin auch gehört, es werden unterschiedliche, vielleicht eben auch Demokratiebegriffe in Anspruch genommen und ich glaube, das ist ein zweiter wichtiger Mechanismus, wo dann eben auch ein Feindbild entsteht. Das Feindbild Wissenschaftlerin ist, glaube ich, inzwischen sehr verbreitet. Ich glaube, kann ich eins ergänzen? Wenn wir dann tatsächlich über die Emotionen oder die Gefühle reden, wir müssen immer die Mechanismen im Blick haben. Also hinter diesen Einstellungsmustern kann man sehr schön eine Stabilität sehen, historisch, aber auch die Mechanismen sehen. Das Gefühl, was politisiert wird, die Wut. Also die Wutbürgerin, der Wutbürger wird auf einmal ein Identitätsmerkmal. Ich bin das gerne. Und ich habe eine politische Heimat. Da muss man mal fragen, die Wut
okay, wir nehmen die ernst, wir können wütend sein, wir können auch Sorgen haben, wir können auch Ängste haben. Die Frage ist aber, wo kommt die her? Und was wir übersehen ist, glaube ich, diese ungeheure Wirkung von Bedrohungsszenarien. Das heißt, was natürlich Populismus und Propaganda machen, ist immer auch ein Bedrohungsszenario. Also man muss ja auch mal sehen, weil wir heute schon das Buch von Herrn Sarrazin, ich hatte wirklich das Vergnügen, dreimal mit ihm zu diskutieren, es ist echt schwer. Und da wurde mir immer vorgeworfen, Herr Zick, Sie mit Ihren Studien und so weiter, Sie proklamieren den Untergang Deutschlands. Deswegen brauchen wir gerade nationale Stärke. Und dann habe ich immer gesagt, aber was steht denn auf Ihrem Buch? Auf dem Buch steht, Deutschland schafft sich ab und über 1 Million Menschen, oder ich weiß gar nicht, wie viel es sind, es ist auf jeden Fall ziemlich erfolgreich, macht auch reich. Da steht drauf, Deutschland schafft sich ab. Das heißt, aus einem Bedrohungsszenario her. Und das müssen wir verstehen. Und was mir so ein bisschen Sorge macht, weil neben mir sitzt eine Kollegin, die im internationalen Bereich sich auch sehr, sehr gut auskennt, wenn wir uns mit islamistischer Radikalisierung beschäftigen, mal so in Klammern, das machen wir auch in unseren Forschungen am Institut. Und neulich habe ich mal ein Radikalisierungsmodell aus dem Bereich islamistische Radikalisierung verwendet, um Radikalisierung in der Mitte zu erklären. Das gefiel den Zuhörerinnen und Zuhörern gar nicht. Hä? Das kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Aber die Modelle funktionieren ja so. Und jetzt, was ich sagen wollte, ist, wir müssen auch mit so einer Globalisierung des Populismus und transnationalen Einflüssen natürlich jetzt und auch debattieren. Denn das, was die neue Rechte dort tut und produziert, ist ja nicht nur urdeutsch, sondern man bedient sich internationaler Communities und Vorschläge und Modelle über die Frage, wie sollen die Nationen aussehen. Auch das wird ja schon operiert seit vielen Jahren. Das ist eine neue Rechte in Deutschland, die mit der neuen Rechte in Italien redet und die so eine politische Weltordnung entwickeln. Und dabei spielt diese übermäßige Bedrohungspropaganda eine immense Rolle. Also jetzt in dieser Woche wissen wir das alle, nachdem wir bei Herrn Trump gehört haben, wie er spricht. Was er spricht, ist Bedrohung. Wir werden bedroht von, ich will das hier überhaupt nicht wiederholen, weil das Bild ist viel zu schön. Ja, aber diese Bedrohungsszenarien, die erzeugen dann die Wut, die erzeugen die Angst, die wird dann verstärkt, da kommen dann politische Gruppierungen und sagen, du bist nicht nur ohnmächtig, es ist alles viel, viel schlimmer. Man will dir vormachen, das heißt, man verstärkt bestimmte Ohnmachten und dann bietet man eine Veredelung der Emotionen, und zwar der Emotionen, die ich brauche für die Rebellion. Das heißt, aus dem Bedrohungsszenario wird eine Angst und diese Angst wird identitär geformt. Und das müssen wir verstehen, das müssen wir nicht alles mitmachen und das kann man auch relativ gut erklären. Also wir arbeiten ja auch mit hochradikalisierten Menschen und müssen irgendwie versuchen, sie wieder zu deradikalisieren. Was wir im Bereich des Rechtsextremismus erstmal verstehen mussten, ist, dass wenn wir mit Menschen, die in diesem Bereich schon unterwegs sind, wenn wir uns mit ihnen unterhalten, dass sie oft überhaupt nicht mehr nachvollziehen, dass Menschen überhaupt anders denken können. Also das ist etwas, das haben wir auch mal in der Studie gemessen, das ist auch in der Mitte, dass wir zunehmend in kommunikativen Welten sind, die sich entkoppeln von einem Verständnis, dass irgendetwas anders sein könnte. Deswegen ist mir der Atem gestoppt bei Ihrer Beschreibung von Neo Rauch. Das ist ja nicht nur das, sondern das hüllt sich ein, das verkörpert sich, das wird nicht mehr zugänglich. Und das ist ja auch das, was der Extremismus sucht, die Nichtzugänglichkeit. Ich komme da gar nicht mehr rein, die Abschottung der eigenen Communities. Auch das gehört zur Normalisierung, das heißt rein in die Mitte, das zum Normalen erklären und dann auch raus aus der Mitte und sagen, schottet euch ab. Sie wollen euch überzeugen, sie wollen euch infiltrieren und so weiter. Und diese Dynamiken, die sind wichtig, erstmal auch ans Licht zu bringen und zu verstehen. Und viele Menschen verstehen das nicht, die selber sich dann in diese Milieus hineinbegeben. Sie melden sich, wenn Sie Fragen haben, ja? Okay. Also Sie können es auch, ohne dass ich dazu auffordere, sich schon melden. Ich habe den Blick ganz da hinten gestellt. Aber Sie müssen das Mikro nehmen, sonst dringt Ihre Stimme im Saal nicht durch.